Der Andrang war groß gestern beim Gründungsparteitag der Alternative für Deutschland in Berlin. Ob D-Mark-Nostalgiker, heimatlose Konservative oder politfrustrierte Nichtwähler, ihr gemeinsames Wahlziel, die Auflösung des Euroraums. Denn Deutschland brauche den Euro nicht und anderen Ländern schade die Währung nur. Frontmann und mit großer Mehrheit zum Sprecher des Bundesvorstands gewählt, Bernd Lucke. Der 50-Jährige ist Wirtschaftsprofessor in Hamburg und war 33 Jahre in der CDU. Jetzt ist sie da, die Alternative für Deutschland. Das knappe Wahlprogramm, das ohne Aussprache per Akklamation angenommen wurde, ist voll mit griffig provokanten Forderungen. Den Euroraum auflösen, die nationalen Währungen wieder einführen, die D-Mark soll kein Tabu sein, Brüssel Kompetenzen nehmen, EU-Beamten die Gehälter kürzen. Damit lässt sich auch bei Wählern vom rechten Rand punkten. Prompt hat sich vor den Türen des Parteitags die NPD positioniert, aus Furcht vor unliebsamer Konkurrenz. Erst im Juli weiß die Partei endgültig, ob sie für die Bundestagswahl zugelassen wird. In jedem Fall hat die Alternative für Deutschland Potenzial. 17% würden laut ZDF-Politbarometer eine Partei wählen, die sich für den Austritt Deutschlands aus dem Euro einsetzt. So, und jetzt ist er bei uns, der frisch gewählte Bundessprecher der AfD, Bernd Lucke. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr Sieden. Herr Lucke, warum sollte Deutschland zurückkehren zur D-Mark? Das ist gar nicht unsere Forderung. Das haben Sie eben auch nicht ganz richtig gesagt. Sollte Deutschland zurückkehren zur D-Mark? Wofür wir uns einsetzen, ist die Auflösung des Euro-Währungsgebietes. Und zwar in erster Linie dadurch, dass die Südländer austreten aus dem Euro. In einer geordneten, durchaus behutsamen Form, die über mehrere Jahre hinweg mit parallelen nationalen Währungen durchgeführt werden kann. Aber spielen Sie und ob man nicht in einem zweiten Schritt dann auch noch das Eurogebiet ganz auflöst, das ist später zu entscheiden. Spielen Sie denn da nicht mit den Hoffnungen und mit den Ängsten der Bürger? Können Sie denn versprechen, dass alles besser wird, wenn man aus der Eurozone austritt? Also so schlimm wie es zurzeit ist, kann es ja wohl keine Perspektive sein zu sagen, wir lassen einfach alles so. Wir haben keine Austrittsmöglichkeit rechtlich aus dem Euro. Und dann sollen wir sagen, so schlecht wie das Euro-Währungsgebiet funktioniert, so hoch wie die Arbeitslosigkeit zurzeit in den südeuropäischen Staaten ist, wie die Jugendlichen dort keine Perspektive haben, also das lassen wir einfach für alle Jahre so. Also Sie können nicht versprechen, dass es besser wird. Und viele reagieren natürlich auch darauf und sind ein bisschen aufgeregt. Diskussionen finden auch im Netz statt. Viele unserer Zuschauer haben sich gemeldet über Twitter und über Facebook. Zum Beispiel Falco Feschisel, der schreibt, eine Partei, die hauptsächlich dagegen ruft, wird wohl niemanden retten. Neue Bauernfänger, das ist sein Kommentar. Und Ralf Galeiski, klar, wir schaffen den Euro ab, neue D-Mark und schwupp fällt Gold vom Himmel und die Butter kostet wieder 1,99. Wie einfach ist das gedacht? Also sind Sie einfach nur eine Anti-Euro-Partei? Nein, wir haben ganz klare Vorstellungen, wie wir den Euro verkleinern können und wie wir alternativ Deutschland und Europa in eine bessere wirtschaftliche Position bringen können. Das steht auch alles in unserem Parteiprogramm drin und auf unserer Homepage. Und diese Leute haben das offensichtlich nicht gelesen. Können Sie denn noch was anderes außer gegen den Euro sein? Wir können mal die Energiewende ansprechen. Es gibt Wind im Norden, es gibt Sonne im Süden, Offshore-Parks vielleicht auf der See. Was denken Sie, wie sollte man das organisieren? Sollte man Stromautobahnen von Norden nach Süden führen oder das dezentral organisieren? Also in erster Linie wollen wir, dass in der Energiepolitik die Preise wieder die tatsächlichen Herstellungskosten decken und nicht verdeckte Subventionen enthalten, so wie das zurzeit ist. Denn dadurch gingen die Strompreise ja sehr hoch. Wir möchten also, dass Subventionen, wenn sie für innovative Energien gebraucht werden, aus dem Steueraufkommen finanziert werden. Das ist auch viel sozialer als das, was zurzeit passiert. Denn die Strompreise sind für alle Menschen gleich, unabhängig von ihrem Einkommen. Und wenn man es aus dem Steueraufkommen finanziert, dann ist die Sache viel sozialgerechter und dafür setzen wir uns ein. Da haben Sie was zum Thema Energie gesagt. Wie steht es beim Mindestlohn? Ist Ihre Partei für einen Mindestlohn? Unsere Partei ist dafür, dass die Arbeitslosigkeit reduziert wird. Und das bedeutet natürlich, dass Mindestlöhne nicht auf eine solche Höhe getrieben werden dürfen, dass die unqualifizierten Arbeiter nur noch arbeitslos sein können und sonst keine Chance haben. Aber wir wollen auf der anderen Seite auch, dass es einen Abstand gibt zum Sozialhilfesatz, sodass sich die Arbeit tatsächlich lohnt. Viele werfen Ihnen vor, dass Sie vielleicht unbeabsichtigt auch am rechten Rand fischen. Gestern hat es auch vor der Veranstaltung eine Demonstration gegeben. Wie gehen Sie damit um, dass vielleicht Mitglieder vom rechten Rand in Ihre Partei schlüpfen? Also, soweit ich gelesen habe, waren da 15 Leute. Wir hatten innen drin 1600. Ich glaube, das ist wirklich nicht ein Fischen am rechten Rand, wenn dort irgendwelche Demonstranten sich in Minimalmengen versammeln. Wir sind eigentlich die Partei, die sich für die Interessen der normalen Steuerzahler einsetzt, deren Gelder in unverantwortlichen
verantwortlicherweise zurzeit in die Südstaaten gelenkt werden und denen dort noch nicht einmal helfen, weil sie einfach nur als Durchlauferhitzer praktisch für die Banken weitergeleitet werden. Ich frage das nur, weil ich bei Ihnen gelesen habe, eine ungeordnete Zuwanderung in unsere Sozialsysteme muss unbedingt unterbunden werden. Das lockt ja viele an. Ja, das schreiben wir. Wir schreiben aber auch, wie Sie vielleicht gelesen haben, dass wir dafür sind, dass jeder politisch Verfolgte Asyl bekommt und dass die Asylbewerber bei uns auch werben dürfen. Und Sie wissen, dass das keine Position ist, die am rechten Rand fischt. Bernd Lucke, der frisch gewählte Bundessprecher der AfD, der Alternative für Deutschland, die bei der Bundestagswahl antreten will und auf ein zweistelliges Ergebnis hofft und wahrscheinlich auch viele große Parteien nervös macht. Schönen Dank, Herr Lucke, für den Besuch bei uns im Morgenmagazin. Gerne.